Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt diese Mission hier machen. Uppa. Mal schauen, was das ist. Hüpp. Und hopp. Und hopp. Okay. Komm ich jetzt dahin? Ah, hier durch. Ah, oha. Naja, ist er nicht breit. Garten des Triton. Hallo. Ah, die Castes. Es heißt, du könntest mir bei meinem Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt helfen. Deinem was? Oh, verzeih. Ich fange am besten von vorne an. Danke. Ich bin Neokles, ein himmlischer Gärtner hier in Atlantis. Ich arbeite daran, das Pflanzenwachstum zu unterstützen. Können die Pflanzen hier nicht von allein wachsen? Oh nein! Du bist doch keine Anhängerin von Minerva, oder? Ich kenne keine Minerva. Ich kenne niemanden, der Minerva heißt. Ihre Schüler verachten meinen Photosynthesebeschleuniger. Sie wollen Gelehrte sein, aber folgen einer so überaus rudimentären Doktrin. Hör zu, kann ich etwas für dich tun? Verzeih mir, Dicastes. Du bist noch neu in Atlantis und ich war voreilig. Ich fange von vorne an. Im Grunde sind Pflanzen unsere wichtigste Ressource hier. Doch die Menschen haben zu viele von ihnen gepflückt und nun leidet die Luftqualität. Du willst neue anpflanzen? Ja, sozusagen. Ich habe eine Hypothese, eine Theorie. Ich glaube, eine mächtigere Energiequelle als die Sonne könnte zu einem nachhaltigeren Wachstum führen. Da komme ich nicht mit. Im Garten des Triton gibt es Vorrichtungen, die das Licht reflektieren. Leiten wir die Strahlen mit Hilfe der reflektierenden Oberflächen um, können wir das Pflanzenwachstum stimulieren. Ich soll die Beleuchtung verbessern. Ja, eine Dicastes, die sich um die natürlichsten Ressourcen kümmert. Das sendet ganz Atlantis eine klare Botschaft. Eine gute Botschaft, hoffe ich. Oh nein, warum? Also gut. Dann schauen wir uns den Käse mal an, den der... Bestimmt müssen alle Lichtstrahlen die zentrale Struktur treffen. Ja, soweit war ich auch schon. Das muss die Vorrichtung sein, von der Neokles sprach. So ähnlich habe ich doch das Tor zu Atlantis geöffnet. Na, ihr zwei. Was ist das? Kann ich damit was machen? Nee. Dahin. Der geht dahin. Kann ich den bewegen? Nee. Oh.
sehr okay. gut. Das war Nummer 1. Dann gehen wir jetzt zum zweiten da. Hallo. Wir sind's nur. 3 Stück gibt es. Wo ist denn der dritte? Egal, wir nehmen erstmal den. Ah, wunderschöne Anlauframpe für uns. Okay, hier. Ich schieb den erstmal hier hin. Ich muss erstmal gucken. Okay, der muss darüber. Halt, wartet mal. Das muss wahrscheinlich wieder weg. Da. Der einzige Nachteil an seinem System ist, es muss nur irgendeiner irgendeinen Spiegel verschieben und schon funktioniert das Ganze nicht mehr. Hinten bitte. So. Zack. Husch. Pflanzen werden schon bald wachsen. Da ist das dritte. Danke, Ikarus. Lass mal durch. So. Der steht hier schon mal im Weg. Das reicht nicht. Da ist was im Weg. Loslassen. Loslassen. Dann schieben wir den jetzt hier rechts rein. Jing. Okay. Okay, der war leicht. Bin ja mal gespannt, ob es funktioniert, was er da vorhat. Wunderbar. So sollte es gehen. Jetzt zurück zu Neokles. Da stimmt doch was nicht. Was ist passiert? Hat irgendwer den Spiegel verschoben?
Die Strahlen sind neu ausgerichtet. Es schien zu funktionieren, aber dann... Die Strahlen sind ausgerichtet, ja. Aber die Energie ist weg. Was glaubst du, woran das liegt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Die Lichtstrahlen sollten sich über die Gärten erstrecken und sie mit angereicherten Photonen versorgen. Nicht die Photonen. Oh nein, mit den Photonen stimmt etwas nicht? Ha, machst du dich über mich lustig? Wer weiß denn nicht, was Photonen sind? Nur ich und der Rest der griechischen Welt. Vergiss die Photonen. Mit meiner verbesserten Quelle sollte die Vorrichtung... Oh, außer das Licht stammt nicht aus der verbesserten Quelle und ist nicht angereichert. Der nächste Schritt ist also... Geh zum Aufsichtsraum. Die Energiequelle muss an Ort und Stelle sein. Und was genau ist diese Quelle? Es ist eruptives Material aus himmlischer... Es ist ein Stein. Stell sicher, dass da ein Stein im Aufsichtsraum ist. Oh, gut. Ich sehe nach, ob dieser Stein da ist. Oh, Mann. Es werde Licht. Nee, es wurde nicht. Levelaufstieg, toll. Ja, wir, nein, wirklich schön. Mist. Das ist mit der Rüstung. Machen wir das hier. So. Was ist denn der blöde Aufsichtsraum? Die Vögel und die Bienen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Blub. Schauen wir mal, was hier los ist. Anscheinend hatte Neokles recht. Hier ist kein Stein. Halt! Stehen geblieben! Komm zurück! Oh, Malaka! Wow! Stehen. Der Dieb muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht, wenn ich hier etwas umräume. Okay, man kann die also wirklich fangen. Was hat denn eine Dikastes hier zu suchen? Ich jage eine Diebin. Offenbar warst du es, die Neokles Stein gestohlen hat. Mein Name ist Melitta. Ich bin eine Umweltbiologin, keine Diebin. Neokles hat keinen Anspruch auf eine natürliche Energiequelle wie diese. Es ist doch... Du hast viel riskiert für diesen Stein. Du bist die Dikastes und weißt nicht, was diese Energiequelle ist? Interessierst du dich nicht für die Zukunft unserer Ressourcen? Es ist ganz einfach. Steck den Stein in Neokles Vorrichtung und die Pflanzen wachsen wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist nicht Neokles erster Versuch, den Bestand zu retten. Als zu viele Pflanzen gepflückt wurden und das Bienensterben begann, versuchte er zunächst, die Pflanzen künstlich zu bestäuben. Als er die Pflanzen künstlich bestäubt hat, hat er den Boden ausgelaugt. Als er den Boden... Ich verstehe schon. Aber wie würdest du die Gärten retten?
Gar nicht. Die Natur heilt sich seit Urzeiten selbst. Neokles muss aufhören, sich einzumischen. Meleta! Du warst schon immer gegen dieses Projekt. Du ignorierst den Einfluss der Zivilisation auf das Ökosystem. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wann akzeptierst du, dass deine Theorie widerlegt ist? Widerlegt ist das falsche Wort. Ich habe lediglich meine Theorie angepasst, nachdem sie zu unerwünschten Resultaten geführt hat. Hört auf zu streiten, ihr beiden. Du hast recht. Ich wollte die Energiequelle zerstören, um dieses Projekt endgültig zu beenden. Aber als die Castes obliegt dir die Entscheidung. Gut, dass das jetzt nicht auf Zeit geht. Oh Mann, ey, ich hasse so Entscheidungen. Egal was man macht, das ist eh immer falsch. Okay, lass uns mal gucken, ob wir das, ob ich das alles richtig verstanden habe. Wenn wir den Stein zurückbringen und die Energiequelle funktioniert, könnte wieder irgendwas schiefgehen und die ganzen Pflanzen verbrennen oder was weiß ich, weil es einfach zu viel Wärme da ist. Also wie sie das erklärt hat, ist immer irgendwas schiefgegangen, wenn er was gemacht hat. Wenn wir den Stein zerstören, die Natur es wahrscheinlich nicht schaffen, sich zu regenerieren, weil zu viele Pflanzen schon weg sind und die Luft wird immer schlechter und so weiter und so fort. Also egal, was wir machen, es ist beides scheiße. Ich würde sagen, der Stein wird zerstört. Es sind immer noch ein paar Pflanzen da, als wenn der die jetzt alle vernichtet. Gut, gib mir den Stein. Ich beende es ein für alle Mal. Bist du wahnsinnig? Du hast jede Chance auf eine nachhaltige Zukunft zunichte gemacht. Vertraue auf Gaia. Die Natur heilt sich selbst, wenn du sie lässt. Hab Dank, die Castes. Das war die richtige Entscheidung. Wir werden vielleicht nicht gleich Verbesserungen sehen, aber die Gärten werden sich erholen. Hey, hey. Wir sollen ihn verlassen, das heißt, es passiert doch jetzt irgendwas, wenn wir rausgehen. Speichern. War das die richtige Entscheidung? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Okay, scheint nichts mehr zu passieren. Oh, der ist sogar noch besser. Einmal kurz vergleichen. 40% Gift- und Brandeffektivität, Gift- und Brandwiderstand, her damit. Toll, jetzt habe ich Schluck auf. Die wollte ich ja nicht zerstören, weil die gut aussieht. Was sagt unser... Ja, okay, wir haben noch Platz. Gut. Haben wir Quests, die wir verfolgen können gerade? Nee. Ach, wir sollen 3 Barren beschaffen. 2 haben wir schon. Das ist das. Okay. Gut, was sagt denn... Ja, mal eben kurz die Uhr gecheckt. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Aussichtspunkt und gucken uns direkt die Mission an. Ja, wir müssen nach oben. Wir müssen wieder auf die Brücke. Hopp. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Milita sagte, es würde eine Weile dauern, bis sich die Gärten erholen. Aber diese Pflanzen sehen nicht gut aus. Was sie wohl davon hält? Die Brücke ist da oben. Wir klettern jetzt einfach mal hier rauf. Tun wir nicht, weil hier können wir wieder nicht klettern. Dann klettern wir erstmal hier rauf. So, und jetzt bitte hier rauf. Ich würde gerne hier hochklettern. Dankeschön. Okay, das geht wenigstens.
Und immer schön mit den Füßen in die Mauer. Die Sternträgerin muss sich sowohl den unmittelbaren als auch den zukünftigen Konsequenzen stellen. Dafür bedarf es eines großen Verantwortungsgefühls. So ist es. Du magst mich für verrückt halten, aber ich bin immerhin verantwortungsbewusst. Du, jetzt quatschen die ganze Zeit hier in die Simulation rein. Hallo? Ich will beim Spiel meine Ruhe haben. Na komm. Oh, jetzt kommt die da. Nein! Boah, das ist doch für. Mann, ich wollte eigentlich einfach nur wieder zurück. Wir müssen da hoch. Hilft nichts. Würdest du jetzt. Meine Güte. Ja, überall kann man klettern, außer da, wo wir nicht wollen, dass er klettert. Gucken, wie wir jetzt hochkommen. Jetzt kommt die hier wieder nicht dran vor. Es ist doch zum verrückt werden, ey. Na bitte, jetzt geh. Genau das hatte ich gerade eigentlich auch vor. Da rumklettern. Sag ja nicht, hier ist eine Treppe. Ja, natürlich da eine Treppe. Warum soll ich denn auch die Treppe raufgehen, wenn ich. Naja, egal. Jetzt sind wir oben. So, wo ist mein Quest jetzt hin? Wir auch irgendwo hier. Ja, wo ist denn die? Unter uns. Wow. Hier drüben. Was ist denn los? Schnell, folge mir. Und einer Fremden trauen? Ich bin keine Fremde. Ich bin Elvis. Ich habe dich beobachtet. Das ist ja gar nicht verdächtig. Ich werde Mantel und Dolch an den Nagel hängen. Ich habe trainiert, um zu werden wie du. Aber Training allein reicht nicht. Du bist mehr als eine Kriegerin. Das Blut der Götter fließt durch deine Adern. Ich dachte, ihr bevorzugt Isu in Atlantis. So wie sie herrschen, könnten die Isu genauso gut Götter sein. Kalt, berechnend, gleichgültig gegenüber den Menschen, die unter ihnen schuften. Doch es ist nicht nur das Isu-Blut, das dich besonders macht, oder? Da ist noch etwas anderes. Nun, sag du es mir. Ich meine das hier. Deinen Speer. Süß. Du willst mich wohl beeindrucken. Vielleicht. Bist du beeindruckt? Verstehe mich nicht. Ich bin beeindruckt mehr als du. Du hast mich abgelenkt. Du bist seltsam charmant. Für eine Diebin. Du schmeichelst mir. Aber ich habe ein ernstes Anliegen, Dikastes. Also, was willst du von mir? Ich bin mit Atlas zusammen. Er fürchtet sich davor, die Beziehung öffentlich zu machen. Er meint, seine Gegner würden diese Schwäche ausnutzen. Also hält er mich geheim. Moment, Atlas und du seid verliebt? Ich bin nicht sicher, ob Isu-Männer wirklich lieben können. Nichtsdestotrotz will ich, dass er mich als seine Stärke begreift. Unsere Partnerschaft könnte der Schlüssel sein,
um die Kluft zwischen Isu und Menschen zu überbrücken. Deine Liebe ist Kalkül. Wenn unsere Beziehung publik wird, könnten wir heiraten und ich könnte an seiner Seite regieren, die Politik beeinflussen und die Spannungen zwischen den beiden Gruppen mindern. Aber solange ich nur ein Mensch bin, ist das unmöglich. Deshalb wäre ich gerne wie du. Wie soll das denn gehen? Du engagierst dich leidenschaftlich für Atlantis-Politik. Atlas betrachtet den Konflikt zwischen Menschen und Isu ohne jedes Mitgefühl. Ich könnte dieses Mitgefühl einbringen. Okay. Jemand, der so bereitwillig seine eigenen Brüder tötet, scheint mir kaum als Ehemann geeignet. Atlas ist wie jeder Isu. Unnahbar und unveränderlich. Darum passen wir so gut zusammen. Ich bringe seine menschliche Seite hervor. Okay. Es wäre schön, noch eine Verbündete in Atlantis zu haben. Wie lautet dein Plan? Beim Adamant-Metallon gewinnen sie ein Metall für die Herstellung von Instrumenten wie deinem Speer. Mein Speer wurde aus dem härtesten Metall geschmiedet. Könnte es auch für andere Waffen benutzt werden? Nun, Adamantbarren vielleicht. Aber ich brauche rohes Adamant. Und ich weiß, wer es für mich schmieden kann. Atlas darf nicht erfahren, was ich vorhabe, also lass dich nicht sehen. Er weiß nichts von alledem? Ich werde es ihm sagen, wenn die Zeit reif ist. Bitte, beeil dich. Ach du meine Güte. Elpis ist interessant. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Das Adamant-Metallon, von dem Elpis sprach. Sie wollte, dass ich das Adamant besorge, ohne gesehen zu werden. Ach du Scheiße. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier an der Seite lang. Schau dir mal diese riesen Brocken hier an. Warum kann sich einfach sowas... Warum muss es immer so schwer sein? Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ah. Von hier oben geht's. Doch, hier können wir runter. Oh shit. Hier es fallen lasse. Perfekt. Das ist was ganz anderes.
dass der uns jetzt nicht sieht. Oh, 71 sind die hier, ach du Scheiße. Ich bin ja wieder draußen, muss aber wieder da rein. Gut, Freunde, der Part ist vorbei, deswegen würde ich sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Für heute soll das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier nach dem Adamant suchen. Dann mal bis dann und ciao.